Du meinst die Echtgeldwährung im Game verdienen? Ah, abwarten, ne? Aber wir werden es ja eh sehen. Also, ich will jetzt sowieso noch ein bisschen spielen. Wenn wir die Spielwelt jetzt sowieso noch mal ein bisschen angucken. Wir werden ein paar Missionen machen. Mal gucken, was dann so an Geld zusammenkommt. Ich habe nur wieder Bedenken, wenn ich an die Preise denke, die dann nachher aufgerufen worden sind für Autos bei GTA. Oder für Immobilien. Mal gucken, was dann hier uns alles kosten soll. Zum Rio Bravo. Würde man meinen, da oben rechts. Wäre jetzt Fail Nummer 1 gewesen eigentlich auf meiner Liste. Gibt es einen normalen Weg da hoch oder muss ich das zu Fuß machen? Mein Gott. Dieser Weg wird kein leichter sein. Der wird steinig und schwer. Hello, my little friends. Ich bin der Neue hier. Ach, viel Munition habe ich jetzt aber auch nicht. Bin ich auch Wurfmesser dabei? Nö. Leichen plündern. Was haben Sie denn dabei? Revolvermunition und 10 Penny. War Dead Eye nicht auf R3? So als Randfrage. Wenigstens bin ich den ersten Gunfight. Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. The map. Just be kind. Don't kill me, please. Ich baller den jetzt mal nicht über den Haufen. Schatzkarte, Capture. Was haben wir denn da? Das Suchgebiet ist dort. Wir sind da. Okay, dann suchen wir das Gebiet gleich mal nach dem Schatz.
Lass mich mal gucken, ob jetzt in der Welt hier auch noch so einige Sachen zum Looten sind. Kann ich hiervon was? Oh. Brotkanten. Her damit. Bin ich mal gespannt, ob dann, ob jeder seinen eigenen Kram hier looten kann oder ob das hier alles halt nur einmal zu heben ist. Kann ich da an die Kiste ran? Nö. Mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Wo ist denn mein Pferdchen gerast? Auf geht's. Auf geht's nach Laramie. Oh lol, man hätte einfach hier so hochreiten können. Ist das Schatz auf der Ranch hier? Und die Ranch war eine der Gangverstecke aus Red Dead Online 1. Ah, das waren noch Zeiten. Durchsuche die Schatztruhe. Ich muss hier erstmal in das Suchgebiet. Und das haben wir direkt hier vorne. So. Richtig krasses Versteck. Was haben wir denn? Eine Belohnung. Du hast eine Schatztruhe geöffnet. Gutschein für eine Fähigkeit. Goldring, Platin-Ohrring, Halskette. Sind wir jetzt reich? Kaufbare Gegenstände werden freigeschaltet, wenn dein Rang sich erhöht. Im Pausenmenü kannst du unter Fortschritt sehen, was dein Rang freigeschaltet hat. Fortschritt? Was habe ich denn jetzt bekommen? Story-Mission mit ab 5 kriegt man noch erst was. Du musst Rang 4 abschließen, um Rang 5 zu beginnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bekommen wir die Militärjacke, Entenschnabelhorn, Stahl und eine Pump-Action-Flinte. Was ist Endrang? 100. Was gibt's da? Gar nichts. Ab 99 beschlagenes Banditenholze. Lederstaubmantel, okay. Also mein Rang hat jetzt aktuell nichts freigespielt. Hä? Was ist denn das da oben? Fähigkeitskarten, Arsenal. Erinnert mich an ein anderes Spiel, was Karten benutzt, um seine Charaktere zu pushen. Konzentriertes Feuer. Während Deadeye aktiv ist, verursachst du und deine Teammitglieder etwas mehr Schaden. Wenn Teammitglieder die gleiche Karte ausgerüstet haben, wird der Effekt nicht kombiniert. Während Deadeye aktiv ist, kannst du Gegner beim Zielen markieren. Drücke den Abzug, um auf alle markierten Ziele zu feuern. Jeder Schuss verbraucht Deadeye. Während er aktiv ist, stellst du allmählich Gesundheit wieder her.
Erleidest du Schaden, wird Deadeye beendet. What the fuck? Ich mach mal das an. Das kostet dann jetzt Geld. Leck mich doch im Arsch. Man gibt die anderen Karten. Passiv 1. Passive Karten haben immer einen Effekt, solange sie ausgerüstet sind. Du kannst bis zu 3 passive Karten gleichzeitig ausrüsten. Also kann man seinen Charakter auch noch pushen. Okay, Deadeye ist jetzt auf R3. Wollte ich ja gerade sagen. Wunderte mich gerade ein bisschen. Wir haben schon ein bisschen von der Echtgeldwährung. 3 schlappige Dollar haben wir und 0,05 von Echtgeldwährung. Ist die Frage, jetzt kriegen wir die Echtgeldwährung missionsweise durch Herausforderungen. Naja. Kann ich das Echtgeld jetzt schon mal ausgeben für ein neues Pferd? Also ich hoffe auch, dass mal hier, so ähnlich wie zum Beispiel bei Fallout oder anderen Games, hier auch mal so öffentliche Ereignisse passieren. Öffentliche oder beziehungsweise wöchentliche Ereignisse. Damit dann mal so eine Lobby ein bisschen zusammenkommt. Vor allem weiß ich jetzt zwar nicht, okay, wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, wir spielen jetzt mit 4 Leuten zusammen und jeder hat unterschiedliche Karten drin und wir boosten die Waffen etc. hoch und den Schaden hoch, dann hat doch ein Einzelner gegen 4 ja gar keine Schnitte, es sei denn, der one-hittet sie alle mit dem Headshot. Gedrückt, um die Spielsuche zu beginnen, drücke die Missionsdetails anzusehen. Infos anzunehmen. Story-Missionen. Holly hat vorgeschlagen, dass du dich mit dem Pferdedieb Clay Davis triffst, um alles über Pferdediebstahl zu lernen. Ja, okay. Machen wir mal Spielsuche. Du bist gerade auf Spielsuche durchgekreist, um abzubrechen. Und ich wusste es. Guck, da hat schon der erste auch das Mikro an. Black Shadows. Kaufe Munition und Verbrauchsgegenstände. Aber warum sind die denn schon so, ich sag mal. In Anführungszeichen, der eine sieht aus, als wenn er gerade vom Dachdecker, von der Dachdeckertour kommt, der andere sieht aus, als wenn er ein Parkpenner wäre. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Rathskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive! Ah, guck mal, die haben auch wenigstens auch vernünftige Charaktere rausgezaubert gekriegt.
Außer der hier, der scheißt ein bisschen halt rein von der Optik her, aber... Warum haben die denn schwarze Pferde? Bester Accountname, ne? Die halten jetzt halt mal voll drauf mit ihren Pferden, ne? Boah, was kommt denn da angepiest? Das ist die Ultimate Edition, ja. Wollen wir doch mal weg hier. Ich habe jetzt eher gedacht, dass das jetzt ein bisschen komplizierter wird mit dem Pferdediebstahl. Sag mal, zügellos Kill gibt die P, Todesreiter gibt die P. Gib mir mal Gas, Johnny Jumper. Boah, den Abgang gemacht. Wir scheinen jetzt aber safe zu sein. So, ich mit der Heldenkörper wird nochmal ein bisschen geballert. So, ab in die Tuning-Werkstatt mit dem Ding. Was right about you, dead right, ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. Here's the money you earn. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Jawohl. Das heißt, wir haben den Bonnie begonnen.
Ich dem Pferd auch wieder einen Namen geben. Pferdeversicherung. Okay, die verbesserte Satteltasche kann man erst ab Level 32 machen und würde gleich mit 80 Dollar reinknallen. Okay. Steigbügel. Fängt bei 22 Dollar an und dann fängt es bei 18 an und so weiter. Gut. Hörner. Fängt bei 15 Dollar an. Und dann wieder bei Rang 3, 5. Ah, leider noch kein Preis dabei. 34 Dollar, ne? Habt ihr einen Schuss? Ach, wenn du nicht genug Geld dabei hast, kannst du es dann mit der Echtgeldwährung bezahlen. Wow. Ach komm, was war der Geiz? An deinem Schweif kann ich leider noch nicht rumspielen. Müssen wir wann anders weiter ran rumpönügeln. Ja, es scheint echt danach auszusehen, dass man das sich, dass man die Echtgeldwährung verdient kann, weil wir haben jetzt schon 0,16. Und das ist ja nett, wenn das jetzt so anhalten wird. Das ist NPC. Okay, ich kann aber nicht die fremde Person ausrauben, okay. Oder kommt das erst noch? So, einmal ins Lager. Konnte ich mich nochmal festbinden? Sehr böse. Das da hinten ist die Flagge. Kann ich das Banner auch. Kann ich jetzt hier auch noch ein bisschen dann rumarbeiten? Das ist ja geil. Hoffentlich. Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess.
You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Okay. Oh. Besuche einen Gemischtwarenladen oder Schneider, um Vorräte oder Kleidung zu kaufen. Büchsenmacher verkaufen Waffen oder rüsten sie auf. Suche Free Room Mission, um nimm sie an, du erhältst sie von verschiedenen Charakteren. Oder durchkreuze die Mission eines gegnerischen Spielers, um selbst die Belohnung zu erhalten. Was? Tritt in einer Serie gegen andere Spieler an, indem du eine Spielmarkierung beitrittst oder das Spielmenü benutzt. Bilde einen Trupp mit anderen Spielern oder schließe dich in Trupps an, um deine Erfolgschancen in Red Dead Online zu verbessern.